Willkommen zurück. Bienvenue. Bienvenidos. Wir sind zurück in Splinter Cell. Splinter Cell 1. Und damit auch das Beste. Wir sind zurück im Polizeireviere und erleben, wie dieser Wegpfad sich neu fände. Schritte recht laut, weil hier irgendwas liegt. Nach wie vor befinden wir uns in georgischer Altstadt, Tiflis. Dieser Mensch wird verstecket. Ein weiteres menschliches Individuum, das vorsichtig ins Reich der Träume geleitet wird. Und da muss ich mit einem eleganten, nicht Spagatsprung, aber Hechtsprung, nee, Seitensprung hochklettern. Also Seitensprung diesmal im kletternden Sinne des Wortes und nicht im amorösen. Weiter. Gar nicht so leicht zu erkennen auf dem hellen Bildschirm, was da oben genau steht, was die Uhrzeit anbelangt. Wie gesagt, ich widme die Splinter Cell Parts Andy, einem Freunde, der in bestimmten anderen Gaming-Hinsichten sehr schwierigkeitsaffin ist und auch komplexere Spiele hinbekam. Und gleichwohl selbst dieser saget, dass Splinter Cell eine wahrlich doch recht knackig anmutende Aufgabe darstellt, die des sehr, sehr genauen Detailauges bedarf. Denn wenn mein Geäuge hier nicht mit Details arbeitet, gewänne niemand. Das ist sehr schwer zu spielen, ist aber wirklich hervorragend gemacht. Und gerade auch diese Kombination aus visueller Brillanz mit Licht- und Schatteneffekten, dann der hervorragenden, wenn auch etwas klischeehaften Geschichte, die dann diesen Polit-Thrill einbrächte. So, die Musik beabsichtigt, dich zu beunruhigen. Und das Gelänge hier bisweilen auch. Wo bleibst du? Wer ist das denn? Ach nee, den darf ich ja gar nicht beseitigen. Nee, der schlüge Alarm. Nein, nein, nicht. So. Es könnte ihn empören, wenn wir versuchten, ihn zu verhören. Und es würde mich ja auch seelisch stören, doch mich deucht und dünkt, ohne ein Verhör es nicht gelingt. Eine Bewegung und du bist erledigt. Ich will Informationen. Okay. Ich suche zwei Amerikaner, vermutlich tot. Gringo tötet mich. Wo sind sie? Gringo. Im Leichenschauhaus. Tot. Ich habe dabei geholfen, die Chips aus ihren Körpern zu entfernen. Die Implantate. Ja, bitte nicht wehtun. Die Stimme von Sam Fisher. Mehr weiß ich Martin nicht. Kessler. Das ist alles, was ich weiß. Was ja auch interessant ist, wir spielen ja hier einen NSA-Agenten. National Security Agency. Das Tut war ja mir alles nicht vor weh. Snowden und so weiter. In einer Zeit, als man das noch bedenkenlos so pardon, hat umsetzen können. Also wenn man jetzt heutzutage so ein Spiel brächte mit einem NSA-Agenten, wäre das ja erstmal ja, eine etwas merkwürdige Situation, weil ja auch die NSA nicht nur in positiven Hinsichten
für Schlagzeilen sorgte. Ob zwar ich auf der anderen Seite sage, es wäre auch naiv zu glauben, dass wir nicht alle überwacht werden. Also, dass wir in einer Welt der fast vollkommenen Überwachung leben. Da wundert mich ja doch immer wieder, dass das viele Leute ja doch recht stark überrascht. Ich denke, das ist in unserer Internetkultur bedauerlicherweise vollkommen klar. Was niemals bedeutet, dass ich irgendwas davon gut hieße, sondern einfach nur zeigt, dass man einfach mit allem rechnen muss. So, jetzt müssen wir hier eine Kamera... Ach, wir haben gar nichts mehr zum Schießen. Wie soll ich denn dann... Wir haben keinen einzigen Schuss mehr. Aber ich will doch... Ich will doch dieser Kamera ein Schnippchen schlagen. Dann geht's wohl nur, wenn ich... Jetzt sagt er nämlich, habe die Agenten, Blaustein und Mel. Da ist die Kamera, ja? Habe die Agenten Blaustein und Madison. Ruhe den Frieden. Jemand hat die Implantate herausgeschnitten. Was machen wir jetzt? Wenn möglich, den Implantaten folgen. Hier ist eine Sicherheitskamera. Gute Idee. Wir verfolgen die Implantate über die Aufzeichnungen der Kameras. Der Überwachungsraum ist im obersten Geschoss. So, das schaffen wir sogar noch so gerade in diesem Part. Schon es verdammt eng wird zeitlich. Ja, also da werde ich wahrscheinlich viele Stunden benötigen, ehe ich das mit diesem doch recht simplen Smartphone hochlüde. Aber lassen wir uns überraschen, nicht wahr? Nicht wahr? Auch so eine Formulierung, die ein Running Gag Potenzial entfaltet hat im jüngsten Jahre. Ich trabe hinauf. Ouvriere die Tür, schleiche mich vorbei und erlebe allerlei. So, der vertritt sich die Füße. Ich will Ihren Vorgesetzten sprechen. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Holen Sie den Vorgesetzten. Diese Gesänge sind sehr spannend. Kann ich Ihnen helfen? Ich möchte mich beschweren. Da müssen... Ich darf nicht Sperregebiet. Ja, die Musik wird bedrohlicher. Wir sind beinahe entdeckt worden, aber die Betonung liegt auf beinahe. Auch hier extrem leise vorbeischleichen. Diese müden Bürohengste nicht irgendwie beunruhigen. Jetzt kommt, glaube ich, 84 kp 214, dessen bin ich sicher. PC ist wieder der Entscheidende. Gute Arbeit, Fischer. Wir scannen jetzt die Videobänder. Das ist unser Mann. Haben ihn auf frischer Tat ertappt. Kannst du dein Gesicht durch Echelon jagen? Schon geschehen. Hey, seht mal, ein Nummernschild. Ja, 84 KP 214. 84 KP 214. Fantastisch, Fischer. Wir haben, was wir wollten. Treff dich mit YX, deine Arbeit ist getan. Wir melden uns später bei dir, wenn das Material gesichtet ist. Ah, es klappt sogar locker mit der Zeit. Dann habe ich Ihnen nämlich zumindest diese eine Mission in Gänze präsentieren können. Das ist ja bei keinem anderen CubeTube-Werk der Fall gewesen. Ja? Ich habe euch da immer nur so gröbliche kleine Eindrücke präsentieren können. Ich glaube, wir haben sogar noch Zeit, hier mal reinzugehen. Das müssten wir jetzt gar nicht machen. Ist überhaupt nicht vonnöten. Aber als kleiner Zusatzgag möglicherweise unschlecht. Um nicht zu sagen gütlich. So, ist noch ein Speicherstick entwandt. Schöne Steinverkleidungen hier an den Wänden. Und eigentlich müssen wir jetzt auch gar nicht mehr diesen Schleichgang walten lassen, sondern können jetzt theoretisch einfach zum Ziele rennen. Nein, dann. Wer ist da? Denn das soll es gewesen sein. Jetzt kommt diese heroische Musik, dass wir es geschafft haben. Mission accomplished.
Und du dächtest dir nur, das war doch ein vergleichsweise einfacher Auftrag. Was später in diesem Spiel geschieht, da würden sie ihren Augen nicht trauen, was den Schwierigkeitsgrad anbelangt. So, was steht hier als nächste Aufgabe? Die leblosen Körper der Agenten Blaustein und Madison wurden im Leichenschauhause eines Polizeidistriktes von Tiflis aufgefunden. Vor ihrem Einsatz in Georgien hatte man die Agenten mit... Was sind das für Begriffe? Implantaten ausgestattet. Diese Implantate wurden den Leichen entnommen und von einem gewissen Vyacheslav Grinko ins Verteidigungsministerium gebracht. Okay. Gut. Haben wir noch Zeit, das Nachrichtengeschnipsel vom Ministerium zu sehen? Ja, knapp. Weil das sahen wir beim letzten Male nicht. Beim letzten Male waren wir da zwar kurz, aber ohne diesen Ausschnitt. Sind wir Stationen des steten Aufstiegs der Wirtschaft Georgiens. Das Land, das früher eine zentrale Rolle in der Rüstungsindustrie der UdSSR spielte, ist wieder in den Reihen der großen Rüstungsexporteure vertreten. Verträge mit Russland, der Türkei, Deutschland und sogar hat den Bedarf für eine in dieser Zeit besonders wichtige, sichere Ölversorgung im Mittleren Osten hervorgehoben. Ja, späterer Level Ölplattform. Wirtschaftsministerin Moore sprach heute von den unglaublichen Ölvorkommen Aserbaidschans und rief amerikanische Investoren auf, Geld für die Erschließung dieser Vorkommen bereitzustellen. In vielen Aspekten ist er ein Produkt einer vergangenen Ära. Seine Ideale sind konservativ und seine politischen. Gleich kommt dieses Nein, nein, er ist ein guter Politiker. Es ist mehr eine Frage der Ethik. Und das disqualifiziert ihn als Politiker? Nein, nein, im Gegenteil. Jetzt. Nicolazze ist ein guter Politiker. Er hat für die Industrie Wunder vollbracht. Es ist mehr eine Frage der Ethik. Es ist mehr eine Frage der Ethik. Und ja, ethisch gesehen? Ja, darauf kann sie nicht mehr adäquat antworten, da... reichen ihre Kapazitäten der Kunst des Lügens nicht ganz aus, um das zu replizieren. In diesem Sinne ein Schlusswörtchen der ewiglich erklingenden Endworte. Wir sehen hier noch einen Auftrag. Entschlüsseln Sie Nicolazes Geheimnis. Die CIA-Agenten mussten sterben, weil sie zu nahe an Informationen waren, die Präsident Combine Nicolaze schützen will. Das las ich schon anderswo mal vor in einem anderen Video. Wir müssen jetzt auch mal ein Gespür dafür entwickeln, wann der richtige Zeitpunkt entdeckt worden ist. Ein Schlusswort, wie gesagt, erklingen zu lassen. Diesen Zeitpunkt haben wir jetzt gefunden. Ich parliere seit mehreren Minuten darüber, dass wir am Ende angelangt sind. Und das sind wir jetzt auch. Dankeschön und wie gesagt, Splinter Cell, absolut brillante Perle.